grundsätzlich war ja hier 1965 gar nichts. Das Eisstadion ist also auch vor den Olympischen Spielen, weit vor den Olympischen Spielen, die Entscheidung gefallen, dass man ein Eisstadion baut. Selbst als hier das erste Spiel im Eis, also vom Eishockey stattgefunden hat, kurz vor der Eröffnung, ist gerade mal, war noch nicht mal der Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Das heißt, auch das olympische Gelände, da war der Zuschlag 1966 zwar erfolgt, aber man hat dann im 1. Februar 1967 erstmal angefangen, wirklich den Ideenwettbewerb auszuloten. Und als dann das Stadion hier eröffnet wurde, war es damals, man kann sich jetzt kaum vorstellen, eine echte Sensation. Und warum das eine Sensation war, das erklärt uns jetzt die Frau. Ja, es war tatsächlich eine Sensation, weil es das erste Stadion war, weil bisher tatsächlich alles auf dem Freigelände betrieben wurde. Das Eishockey, alles wurde draußen gespielt und man weiß also, vor 50 Jahren waren die Winter auch noch etwas anders. Insofern hatte das natürlich auch eine gewisse Atmosphäre. Aber in dem Stadion, das ja als Multifunktionshalle geplant war, und ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auch erst nochmal schlau machen müssen in die Vergangenheit, dass wir hier tatsächlich auch einige Konzerte haben, ist aber wirklich eine Multifunktionshalle geworden, was den Sport anbelangt. Also wir stehen natürlich jetzt hier vor unserem Eishockeystadion, das jetzt auch den deutschen Meister beherbergt, aber wir haben auch noch ganz viele andere Sportarten hier drin gehabt. Also es waren Boxkämpfe hier drin. Wir hatten auch die Boxerin Silvia Theiss hier, die ich persönlich auch gesehen habe. Fand ich sehr, sehr spannend. Wir hatten hier auch drin einen Handball-Supercup. Der musste umziehen. Wir hatten hier jahrelang auch drin unseren Deutschland-Cup, den wir leider seit letztem Jahr nicht mehr haben. Vielleicht kommt er auch wieder. Wäre eine schöne Geschichte. Und als ich hier anfing im Jahre 2010 im Olympiapark, haben wir etwas gemacht, was wirklich eine Sensation war, fand ich. Wir haben nämlich geschafft, oder sagen wir mal, unser Team hat es geschafft, diese Halle von einer Eishockeyhalle über Nacht in eine Basketballhalle zu verwandeln. Und der FC Bayern wollte hier zwar seit 2005 nicht mehr Fußball spielen, aber der FC Bayern Basketball hat es hier geschafft, seine Mission sozusagen zu verfolgen und zum Ziel zu bringen, nämlich der Aufstieg in die erste Bundesliga. Und das ist wirklich hier in diesem Stadion passiert und noch gar nicht so lange her. Zweite Erfolgsstory haben wir natürlich hier, das ist der IHC Red Bull, der letztes Jahr zum ersten Mal auch wieder deutscher Meister wurde und in München eine deutsche Eishockeymeisterschaft beschert hat. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, was ich persönlich auch noch sehr schön fand. Wir hatten auch 2014 eine Elektro-Hockey-Rollstuhl-WM hier drin, war also auch eine tolle Sache. Und nicht zu vergessen, unser MESH, das wir ja seit 2014 veranstalten, da ist in dieser Halle sind immer die Skateboard-Wettbewerbe. Also auch dieses Jahr wieder wird die Halle umgewandelt und es gibt Rampen und Dinge, wo die Jungs dann drauf springen. Und hochkarätig besetzt, also ganz tolle Athleten. Das ist für die junge Zielgruppe eine tolle Geschichte. Aber jetzt muss ich noch eins sagen, es ist ja halt doch, sage ich mal, Eishockey, es gibt viele weibliche Fans. Das ist toll, es werden auch immer mehr weibliche Fans. Aber es gibt noch was für uns Damen, das viele vielleicht gar nicht wissen. Wir haben nämlich hier im Mai immer eine Schuhbörse und die wird auch dieses Jahr stattfinden. Und damit möchte ich schließen und wir machen noch einen kleinen Rundgang. Es wurde dann am 14. Juli 1965 eben freigegeben und die MSG beauftragt. Den Zuschlag hat damals der Architekt Rolf Schütze bekommen. Der war eine Koryphäe in Sachen Eisstadionbau und man hat eben 1966 hier das modernste Eisstadion in Westeuropa gebaut. Die Olympiabewerbung, hatte auch die Frau Schöne vorher schon gesagt, war damals noch gar nicht im Gespräch. Der Bau der Halle begann am 12. April 1966, aber der Zuschlag, der wurde drei Monate davor, nämlich der Zuschlag, sondern überhaupt die Überlegung, wurde im Dezember 1965 gemacht, dass man sich für Olympische Spiele beworben hat. Und bereits zwei Wochen nach Beginn des Baus hier wurde in Rom München als Olympiastadt 72 auserkoren. Insgesamt hat man für den Bau des Eisstadions nur 10 Monate gebraucht. Also es ging hier ratzfatz. Man sieht es hier auch in der zweiten Vitrine. Da ist bereits im Oktober, also ein halbes Jahr nach Baubeginn, hat das Richtfest hier stattgefunden. Im Dezember konnte man bereits die offene Eislaufplattform, das sieht man hier am Bild unten, eröffnen. Und im Januar
wurde dann schon das Eisstadion am 27. Januar genau mit dem Spiel FC Bayern, die haben nämlich damals auch Eishockey gespielt, gegen den SC Rissersee, wurde am 27. Januar 67 eröffnet. Am 12. Februar 67 wurde dann ganz offiziell die Eröffnung mit den Bayerischen Eiskunstlaufmeisterschaften hier platziert und deswegen feiern wir auch diesen Sonntag, das ist der 12.02.2017, 50 Jahre Geburtstag. Rottisch damals die Goldmedaille gewonnen hat. Also das Bild finde ich besonders spektakulär. Da sieht man bereits den Olympiaturm fertig, das Eisstadion und hier ganz unten links war noch der Sportflughafen. Hier ist nämlich bis 1968 sind hier im Gelände Flugzeuge gestartet, bevor man dann nach Riem rausgezogen ist. Und dann sieht man einfach auch, welche Brachlandschaft das war und wie schön das eigentlich heutzutage einmodelliert ist, die ganzen Bauten. Also das hat mich sehr beeindruckt, muss ich echt sagen. Hier sieht man, wie der See entstanden ist, dann war das BMW-Gebäude 1971 kurz vor der Fertigstellung. Da sieht man, wie viele Bauarbeiter, also kann man erahnen, wie viele Menschen hier auch gearbeitet und gehuselt haben. Und hier haben wir nochmal ein Bild, wo man auch schon die großen Stützen vom Stadion sieht, dass es war im Winter 71, ein Jahr vor der Fertigstellung des ganzen Geländes.